Oh, shit. Es baute da ein Militärgebäude hin, weswegen ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das auf jeden Fall verlieren werde und möglicherweise auch das. Also, ist meine Befürchtung. Vielleicht habe ich ja noch Glück, aber... Naja, mal sehen. Ich hoffe, da gehen direkt ein paar Generäle rein und der greift mich nicht sofort an, sodass ich da schon ein paar Generäle töten kann, ohne Soldaten zu verheizen. So, wie schaut es denn aus? Okay, die Werkzeuge, das dauert scheinbar noch. Hier mit den ganzen Farmern etc. Das dauert leider auch noch. Okay, ich glaube, ich muss mal hier rumgehen, weil das... Ich glaube, die Strecke ist einfach zu lang. Kann das sein? Marvin, Kalindor Cray. Kann das sein, dass die Strecke zu lang ist und deswegen überall immer dieser Rückstau ist von den ganzen Werkzeugen und was hier alles so liegt? Das ist gerade so ein bisschen meine Vermutung. Naja, wir werden sehen. Na, der Farmer hier läuft doch ganz gut, obwohl ich hier die Schmiede leider in den Weg gebaut habe. So, und das Schiff, das braucht jetzt hoffentlich nicht mehr allzu lange. Und warum hast du bitte keine Bretter mehr? Warte mal, da müssen wir doch mal bei der Verteilung gucken. Ah, du kriegst viel zu wenig, daran liegt's. Ja, woran hat der hier liegen? Komm, dann machen wir nochmal hier eine Direktverbindung hin. Ah, jetzt scheint sich hoffentlich... Ah, wobei hier liegen noch so viele Ressourcen rum und ich weiß nicht warum. Okay, ich muss ja ganz kurz hier... dass einmal wieder alles reinkommt. So, jetzt kommt auch hier mal wieder ein bisschen Bewegung rein in die ganze Sache. Dann lassen wir jetzt erstmal die Sachen hier drin. Ich versuche mal, ob das intervallmäßig besser geht. Dass ich jetzt sage, ich lasse jetzt erstmal wieder alles hier hinliefern und dann bringe ich es wieder zurück. Oh, der Steinbruch hier, der steht erstaunlich lange auf 100%. So, Stunde der Wahrheit. Wir werden gleich sehen, was hier mit diesem Bütchen passiert. Was macht denn deine Militärmacht? Die ist immer noch besser als meine, aber sie sinkt... Das, aber jetzt steigt sie so langsam. Ach, ist doch Mist. Kannst du nicht einfach sterben? Dich einfach mal selber umbringen. Ja, das mag jetzt böse klingen, aber seien wir doch mal ehrlich, ihr wollt es doch auch. Na gut, ihr wollt wahrscheinlich eher sehen, wie ich ihn umbringe. Ich muss mal kurz bei der Nahrung ein bisschen die Kohlebergwerke bevorzugen, weil irgendwie geht alles so gefühlt an die... Eisenbergwerke. Das ist ja an der Stelle nicht richtig, ne? Warum kriegt er immer noch keine Bretter? Was ist denn los? So viele Baustellen habe ich doch gar nicht. Jetzt gib doch mal bitte dem verdammten Werftmeister hier ein paar Bretter. Was ist denn los? Wahrscheinlich wegen dieser ganzen Umschichtung von den Ressourcen sind das die Bretter, die er eigentlich braucht, aber die bleiben hier leider stehen. Machen wir mal hier einen kleinen Umweg, in der Hoffnung, dass jetzt hier die Bretter auch mit rumgeschleppt werden. Ja, guck, geht doch. Durch dieses Gebäude habe ich Landwunde. Jawohl, ein Katapult ist weg, aber BÄM! Direkt Double Hit. Mist, aber er hat, leider ist er auf den Trichter gekommen, diesen Steinmetz zu reaktivieren. Das ist, doof. Okay, wisst ihr was? Es nutzt alle nichts. Bevor der mir jetzt hier, bevor er hier noch alle Steine für sich beansprucht, werde ich mir einfach auch ein paar klauen. Also, er wird ja so oder so, wird er dieses Bollwerk platt machen. Also, dieses naturbelassene Bollwerk. Jetzt gib doch bitte endlich mal dem Werftmeister hier ein bisschen Holz. Hallo, oh, echt jetzt? Hier, der braucht das. Hallo. Okay, machen wir mal so. So, ressourcentechnisch habe ich hier alles raus.
Dann würde ich sagen, reiße ich das hier mal ab. Keine weiteren Steinbestände. Ja, jetzt ist es endlich soweit. Jetzt bist auch du arbeitslos. Oh Mann, ich bin echt gespannt, wie lange ich hier noch standhalten kann. Ich würde sagen, es ist an der Zeit, dass ich mal wieder versuche, was outzusourcen. So, jetzt scheinen wenigstens mal ein paar Werkzeuge weiterzugehen. Das ist gut. So, und ich hoffe, ihr verdrückt euch jetzt alle. Ja, vielleicht geht der ein oder andere Baumeister drauf. Ich hoffe natürlich nicht, aber wenn das so ist, ja, Pech gehabt. Muss ich leider so sagen. Der Baumeister ist jetzt nicht... Ach, guck mal, auf einmal kriegt er hier 1000 Bretter in den Hals geworfen. Ist klar. Boah, Mann, Helden, ey. So, den reiß ich mal ab. Der kann dann lieber hier oben anfangen zu malochen. So, ich hoffe, du, mein Freund, bist in Reichweite von diesem Katapult. Komm, das bauen wir direkt wieder auf. Ja, ich weiß, durch dieses Gebäude habe ich Land verloren. So, das dürfte eigentlich passen. Bitte schieß und treff direkt. Hallo, schieß, bevor der nächste reingeht. Mach schon, mach schon! Oh Mann, ey! Ja, ja, komm. Bitte triff, 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 triff. Nein, eine Sekunde zu spät. Oh, du kriegst die Tür nicht zu, Alter. Ist das mies. Aber er scheint ja gerade nicht nachlegen zu wollen. Deswegen bitte ein zweiter Schuss. Und bitte jetzt treffen. Und bam. Das war's. Ressourcenverschwendung. You're doing it right. So, aktuell sieht es ja ganz gut aus wieder mit den Transportwegen. Ich glaube, die Wege, es müssen einfach mal alle Wege immer so ein bisschen leer gemacht werden, damit das vernünftig weiterlaufen kann. So, und hier ist jetzt auch endlich mein zweiter Produktionskreis angelaufen. Das ist schön. So, ich glaube, hier ist doch bestimmt immer noch Eisen. Ah, was ist jetzt? Ein Schiff ist fertig. Na, Gott sei Dank. Dann liegt es jetzt gleich auch... Wunderbar. Expeditionsschiff liegt bereit, dann auf gen Süden. Ich bin mir jetzt noch unschlüssig, ob ich sofort eine weitere Expedition starten soll. Also erstmal muss ich gucken, dass ich alle Ressourcen hier rüber kriege. Das ist das, wo ich momentan mein Hauptaugenmerk drauf lege. Ach komm, wir gönnen uns den Spaß, bauen hier auch noch einen Katapult hin. Naja, das geht so nicht. Okay. Sehr gut, die Fahne hier oben ist leer. Die anderen auch einigermaßen. Das heißt, die bringen tatsächlich alle Ressourcen so nach und nach rüber. Das ist gut. So, der Umweg hier, der muss ja jetzt eigentlich nicht mehr sein. Deswegen... Was ist... Ach. Stimmt, du bist bestimmt aus dem Lagerhaus hier rausgekommen. Dann hoffe ich mal, dass du nicht stirbst. Wobei, hier habe ich schon ein paar Skelette leider hingepflastert. Weil das nächste Lagerhaus, glaube ich, einfach zu weit weg war. Nun gut. Nicht schön, aber ist jetzt halt so gelaufen. Hätte man besser machen können, aber ich war offen gesagt zu ungeduldig mit dem Outsourcen. Süß. Expeditionsschiff gelandet. Moment, wo bist du? Ja, sehr gut. Das müsste, glaube ich, die Insel sein. Ja, die zweite Insel einfach. Und da müsste es, glaube ich, auch Gold geben. Das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber ich gehe davon aus. Und ihr Lieben, ich würde sagen, ich starte direkt eine weitere Expedition. Ich hoffe zumindest, dass das jetzt Sinn macht.
Wenn nicht, Marvin und Kalinda Cray, bitte tötet mich nicht gleich. Ja, hier ist jetzt leider überall schon Mampf drin. Aber keine Bergarbeiter. Das ist schade. Warum habe ich eigentlich noch keine Schlosserei gebaut? Kann mir das mal jemand sagen? Oh, du baust da ein Militärgebäude. Dann wäre doch schade, wenn das in Reichweite von diesem Katapult wäre, nicht wahr? Ich versuche mal mit ganz viel Glück könnte ich, ich will jetzt ungern... Ich bin gerade echt ein bisschen unentschlossen, man merkt es vielleicht an. Ich habe jetzt gerade folgenden Gedankengang gehabt. Vielleicht könnte ich hier, wenn die Steine weg sind, hier vorne einen Katapult hinbauen. Allerdings wird es natürlich jedes Mal zurückgedrängt werden, aber... Mit etwas Glück könnte ich hier irgendwo in die Ecke eins hinkriegen, sodass ich diese Bude hier wegbomben könnte. Wenn die weg wäre, das wäre schon mal sehr gut, dann hätte ich ihn hier zurückgedrängt. Aber, ihr Lieben, wir müssen schauen. So leicht lässt sich das leider nicht vorhersehen. Was ist jetzt los? Jawohl, nächste Expedition. Zack. Ich hoffe mal, dass ich jetzt schnell genug bin bei Rot. Und dass er da keine Katapulte stehen hat. Dass ich mich da schön nach und nach mit Katapulten entlang fressen kann. Aber auch das wird man sehen, meine Lieben. Ist das ja eigentlich eine Landmasse? Nee, ne? Wir schauen einfach mal, wo dieses Schiff hin tuckert. So, hier brauche ich dringend mal... Ein Umweg, weil hier staut sich mal wieder alles. Ne, Moment, es staut sich nicht da alles. Es liegt daran, dass wieder... da zu viele Sachen raus sind. Okay, ich habe die Werkzeuge schon mal alle raus. Das beruhigt mich schon mal. Ja, ich weiß, durch dieses Gebäude habe ich Land verloren. Und es ist weg. Ah, das macht Spaß. Ich liebe die Katapulte. Ein Bergwerk ist verbraucht. Das ist nicht schön. Expeditionsschiff gelandet. Das ist die falsche Landmasse. Will ich hier trotzdem siedeln? Ja, komm, wer weiß. Vielleicht finde ich ja hier ein bisschen Gold. Dann starten wir jetzt aber direkt noch eine dritte Expedition. Ja, ich bin einfach nur froh, dass ich jetzt alle Ressourcen da drin habe. So, Moment. Hauen wir das nochmal raus, damit hier mal wieder ein bisschen Bewegung reinkommt. Ja, wobei es geht gerade wieder einigermaßen. Machen wir das doch, dass wir zumindest die Einlagerung hier stoppen. Wir gucken, dass wir nach und nach alles weiter rauskriegen. Aber ihr Lieben, wir sehen ja gut, Ding will Weile haben. Gerade mit dem Umschichten von Ressourcen in andere Lagerhäuser. Das dauert ewig. Also wie gesagt, ich bin sehr froh, dass ich schon mal die ganzen Werkzeuge hier alle drin habe. Mit Eisenerze wäre ich auch noch sehr froh drüber, aber da habe ich hier im Zweifel noch relativ viel. Von daher ist das nicht so tragisch. Ich glaube, ich weiß schon mal, welches Werkzeug ich gleich als erstes produzieren will, nämlich Spitzhacken. Damit ich gleich schön genug Bergarbeiter habe. Und wieder zum Auslaufen bereit. Dann auf nach Südwesten. Da oben interessierst du mich mal so gar nicht. Ich vermute mal, dass hier oben irgendwo ein Platz sein wird. Aber der juckt mich, wie gesagt, so gar nicht. So, bitte sei jetzt mal zeitnah fertig. Ein Lager ist fertig, sehr schön. Ach, hätte ich dich doch mal nicht zur Produktion zur Expedition geschickt. Aber gut, selber schuld. So, ihr bringt jetzt mal weiter fleißig die Bretter rüber. Komm, da noch ein Weg. Hauptsache, es geht voran und es staut sich nicht alles. Oh, wäre doch schade, wenn ich dir gleich dieses Türmchen, was du in mühevoller Kleinstarbeit gebaut hast, zerschießen würde. Nicht wahr, mein Freund?
Keine Fischbestände, oh je. Überfischung, you're doing it right. Ich habe hier noch gar keine Fischerhütte, was ist denn da los? Das ist doch Käse. So, da ich hier auf jeden Fall einen Produktionskreislauf für Holz brauche, werde ich hier schon mal ein Sägewerk hinbauen. Expeditionsschiff gelandet. Auf welcher Landmasse bist du? Nein, das ist definitiv die falsche Landmasse. Dann segel mal nach Obelix. Ich dachte eigentlich, ich könnte weiter südlich. Ja, wobei ich bin ja schon sehr weit im Süden. Und seit 30 Minuten nicht gespeichert. Kinders, wie die Zeit vergeht.